Das war der Lego-Unfall. Scheiße, Mann. Der ist mir runtergefallen und dann wusste ich nicht mehr, wie ich ihn zusammenbauen soll. Moin, Leute. Pidiesel, warum steht bei dir hier vorne eigentlich mal wieder ein Lenkrad? Ich habe ein bisschen Fernbus-Simulator aufgenommen. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Meine Damen und Herren, heute wird eifrig gebastelt. Und zwar wisst ihr ja noch, dort vorne hatte ich mir ein kleines Regal bestellt. Das werden wir am heutigen Tag aufbauen und währenddessen vielleicht auch mal die ein oder andere Frage klären. Ich habe nämlich hier irgendwo hier, habe ich mein Handy, da werde ich mal auf Twitter gucken, wer denn so die ein oder andere Frage hat und hoffentlich werden wir nicht sterben, denn wie wir alle wissen, ist Pidiesel ein wirklich meisterhafter Handwerker. Ich habe mich bis dato noch nie verletzt. Wie ist denn das passiert? Ich blute, hä? Wie konnte das denn passieren? Als ob. Ist das mein Blut? Und diese Aussage ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig. So, hiermit müssen wir uns heute rumschlagen. Ich brauche aber wahrscheinlich einen anderen Aufsatz, denn ich habe dieses Regal ja schon in etwa schon mal aufgebaut. Und zwar dieses Ding, bloß in größer, muss hier vorne hinten an die Wand. Und ja, Leute, mein Zimmer ist momentan ein bisschen unaufgeräumt. Das ist eigentlich auch der Hauptgrund, weshalb ich mir ein weiteres Regal geholt habe. Denn es ist einfach alles hier ein bisschen überladen. Ich habe zu viel Krimskrams. Und um den Krimskrams werden wir uns heute dann auch noch ein bisschen kümmern. Ich werde dann hier alles einräumen. Und das kriegen wir schon hin. Mit Geilo. Und wisst ihr, was das Schönste an der ganzen Sache ist? Ich habe mal wieder mehr Pappe. Am besten packen wir das erstmal straight onto the Boden. Die erste Mission wird sein, überhaupt erstmal die Bedienungsanleitung zu finden. Du kommst mal in die Ecke. Wir können ja einfach mal gucken, ob wir bereits die erste Frage haben. Die erste Frage, beziehungsweise ist es mehr eine Aufforderung von Leonie Schuh03. Palle, bring doch eine Hose raus, wo dein Name draufsteht. Das wäre so mega. Hosen? Also ich weiß nicht, ob ich unbedingt eine Hose rausbringen möchte. Wir haben noch hier einerseits dieses Freedom Shirt. Das ist vor ein paar Wochen in den Shop gekommen. Und Team Edgar. So, warte mal. Jetzt geht es aber erstmal jetzt auch noch hier rum. Da ist eigentlich also eine Hose. Ist momentan nicht in Planung. Und das war nicht allzu smart. Wann kommt mal wieder ein Koch-Livestream? Oh, das ist eine gute Frage. Ich wollte ja unbedingt auch noch mal so mal wieder ein Kochvideo machen. Also, da müssen wir einfach mal schauen. Ein Koch-Livestream wird auf jeden Fall noch mal in naher Zukunft irgendwann rausgeslurpt. Aber, oh, da ist doch alles, was wir brauchen. Ey, da müssen wir einfach sehen. Jetzt wird gebastelt, Leute. Da, nicht alleine aufbauen, sondern zu zweit. Aber hier ist niemand. Ach so, und ich soll eine Unterlage benutzen. Ja, ach, das kriegen wir auch alles so hin. Ganz ehrlich, das schaffen wir. Ich habe hier einfach viel zu wenig Platz, um das Ding aufzubauen. Du kommst jetzt erstmal raus. Mal, dass du wegkommst. Ah, das kann ich doch perfekt für die Kamera benutzen. Das ist doch wesentlich besser. Das Ding ist ziemlich hoch eingestellt. Aber das ist kein Problem. Machen wir einfach. Kommst da oben drauf. Was hältst du vom iPhone 7? Fragt Josef Trompler. Ich habe ja hier vorne das iPhone 7 und ich bin damit auch zufrieden. Aber ich finde im Grunde genommen auch Android als Betriebssystem fürs Handy tipptopp. Das kommt ja immer drauf an, was man für eine persönliche Präferenz hat. Also ganz ehrlich, das ist ja letztlich scheißegal, ob man iPhone bzw. iOS hat oder den ganzen anderen Stissel. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was für ein Handy ihr habt, bzw. ob ihr eher Android- oder iOS-User seid. So, jetzt müssen wir aber hier erstmal gucken, dass wir ein bisschen Platz schaffen. Kommen die da halt alle raus. Du kommst da auch noch mal raus. Okay, nicht verletzen, Pidiesel. Vorsicht! Oh Gott! Raus mit dir! Oh! Volle Kanne gegen den Spiegel geworfen. Ach, Scheiße! Ach Gott! Das hasse und ich baue noch einen Hammer. Ich habe keinen Hammer. Och, ist das ätzend, wie man das aufbaut. Und hier drin sind es auch schon wieder 70 Grad. Och, nö! So wird das Ganze dann montiert. Oh, mein Zimmer heizt sich auf. Ich hasse es. Wegen den beiden Softboxen. Akkuschrauber. Ich hoffe einfach mal, dass der hier richtig ist. Wenn wir mal antesten bei der ersten Schraube. Verdammt! Zu groß! Der passt perfekto. So, dann werden wir doch mal gucken, dass wir hier den ersten Larry direkt mal reinfräsen. Ja, ich weiß, hier in der Ecke hat jemand lange nicht mehr Staub gefegelt. Fest! Au! Ha!
Crap! Bis in die Hand geprellt. Aber erstes Ding sitzt. Was ist denn der nächste Schritt? Nächster Schritt ist... Achso, die kleinen Bretter mit dem ganzen Plünzenkram verbinden. Okidoki. Hier haben wir doch... Ah ne, die kleinen Bretter. Ach, die verstecken sich hier drunter. Genau. Hier müssen wir jetzt nämlich immer jeweils... Ach, diese ganzen Holzpüttel da reinknüppeln. Ja. Besser als ein Hammer, Alter. Rein mit dir. Ein astreiner Handkantenschuss. Au. Tja. Tja. Komm schon, Junge. Ja, ist drin, hat Luft, hat Platz. Und das Ganze jetzt nur noch 27 Mal wiederholen. Wir drehen das Ganze, dann kann man das nämlich wesentlich einfacher dann auch da reinfeuern. Einfach nur reinschieben. Tipp. Top! So, da hätten wir das. Da kann ich jetzt, glaube ich, von hier vorne die erste kleine Zwischenplatte draufsetzen. Jetzt müssen nämlich die ganzen Nupsis hier alle astrein Halt haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Müssen da keine Doppelten rein? Es könnte sein, dass Pedisel einen Fehler gemacht hat. Okay, Pedisel hat einen Fehler gemacht. Und zwar hier müssen gar keine rein. Weil man packt die Platte hier einfach nur drauf. Und dann kommen die nämlich hier irgendwie rein. Ah, Ast rein. Nächster. Oh Gott, Kamera. Sorry. Ah, der steckt jetzt aber schon ein bisschen da drin. Und ebenfalls versenkt. Nur ein bisschen nachhelfen. Perfekt. So, kleine Pause, da werden wir einfach mal ein paar Fragen beantworten. Unter anderem die von Pau Dadobi. Sind in nächster Zeit Reisen geplant? Jupp, sind es. Einerseits, das hatte ich ja schon in dem einen oder anderen Vlog erwähnt, werde ich nach Los Angeles fliegen mit einem guten alten Schulfreund über den großen Teich. Dort gehen wir dann zur E3. Das ist eine sehr, sehr große Videospielmesse. Man sagt oftmals, es ist die wichtigste im ganzen Jahr. Und zwar werden dort ganz, ganz viele neue Titel vorgestellt. Da gibt es dann einerseits Pressekonferenzen von Sony, Activision, EA. Also das wird ziemlich cool und wir werden auch bei der einen oder anderen da sein. Und ansonsten sind, glaube ich, keine großen Reisen geplant. Ich werde noch dieses Jahr einmal zum Oktoberfest fahren. Im September. Ist ein bisschen verrückt. Es heißt Oktoberfest, aber es läuft bereits im September. Völlig verrückt. Aber da werde ich auch nochmal mit ein paar Real-Life-Kollegen hin. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Okay, hier fragt einfach jemand, wann war Varo 1? Ja, wann war Varo 1? 2014? Oder 2015? Nee, ich glaube, es war 2014. Da habe ich übrigens mit der guten alten Sturmwaffel, haben wir Varo 1 gewonnen. Aber das kann man eigentlich auch voll easygoing nachgucken. Warte mal, das kann ich doch selber jetzt mal schnell hier. Varo 1. Paluten. Zack. Hier, einfach mal Varo Finale. 31.05.2014. Wie sieht's mit neuem Merch aus? Leute, ich habe doch gerade erst Team Edgar Merch rausgebracht und wie ich vorhin schon meinte, den Freedom Merch, paluten.shop. Und da müssen wir erstmal gucken. Also es sind ein paar Sachen geplant, aber ich kann dazu einfach noch nichts sagen. Hast du dir mal überlegt, aus dem YouTuber-Haus auszuziehen? Und wenn ja, wohin? Naja, ich werde definitiv irgendwann hier aus diesem YouTube-Haus ausziehen, aber das ist noch in weiter Ferne, weil ich möchte irgendwann, glaube ich, schon wieder zurück nach Hamburg, weil da ist meine Familie, da sind meine Freunde und ich sehe die einfach viel, viel zu selten, weil da liegen einfach mal 400 Kilometer zwischen und das schaffst du nicht einfach mal in kürzester Zeit, beziehungsweise ist es dann auch immer verbunden damit, dass ich dann eben vorproduzieren muss und ja, das klappt eben nicht alles immer so gut. Mach mehr GTA 5 online bitte. Ja, da kam doch gerade erst ein Part raus. Guck doch einfach mal die letzten Videos an. Da ist ein GTA-Part und wir haben auch wieder einen frischen neuen aufgenommen. Den werde ich die Tage schneiden und dann gibt es auch wieder ein bisschen mehr GTA. Mit welchem Programm schneidest bzw. bearbeitest du deine Videos? Das mache ich mit Premiere Pro. Das kostet allerdings monatlich was
Und ja, nur kurz zur Info, also es ist nicht kostenlos oder so, aber mein Aufnahmeprogramm nennt sich Open Broadcaster. Das ist kostenlos. Einfach mal loggerfloggig googeln. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er was aufnehmen möchte. Gibt es auch super viele Tutorials auf YouTube zu. Einfach OBS Tutorial oder OBS Einrichten eingeben. Dann könnt ihr damit ein bisschen was aufnehmen. Vorausgesetzt, ihr habt einen guten PC. Für wie viel Geld würdest du Edgar tätowieren lassen? Was ist das denn für eine Frage? Edgar wird nicht tätowiert, oder? So, jetzt wird aber weiter gebastelt. Jetzt müssen wir das Ganze im Grunde genommen nur noch ein paar Mal wiederholen. Dann kommt das Ding hier nochmal dran und dann oben drauf ist das alles fertig. Okay, ich habe einen Fehler gemacht und zwar habe ich hier die Nüpsis vergessen. Die Frage ist ja, es biegt sich hier schon so ein bisschen. Kriegt das auch nicht mehr dazwischen? Es sei denn, ich schneide das in der Mitte durch, sodass da zumindest eine kleine Verbindung besteht. So, ich habe den ganzen Schlüssel jetzt mal durchgesägt. Wir haben die beiden Willis. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Okay. Nicht perfekt. Aber... da passt es zumindest schon mal. Ast rein drin, bisschen Spiel hat das noch. Wird aber, denke ich mal, durch die anderen Teile auf jeden Fall noch an Stabilität gewinnen. Nächstes Ding drauf. Diesmal sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir dieses Mal die Nupsis nicht vergessen für die eine Seite. 2000 years later. So Leute, die letzten Schrauben werden in das Holz gebohrt. Zack. Das einzige Problem ist, mir fehlt eine Schraube. Ich habe von dem ganzen anderen Kram noch ein bisschen was übrig. Keine Ahnung, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Aber es fehlt einfach eine von den Dingen. Das ist mega nervig. Also ich meine, das ist jetzt kein Weltuntergang. Aber schade ist es trotzdem. Aber vielleicht finde ich die ja noch. Ach geil, ey. Wieder so richtig schön Pappel. Die kommt direkt ins andere Zimmer. Komm mit, Pappel. Ach, hier ist sie. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann kann ich dann einfach mal astrein anfangen, den ganzen Kram hier vorne hinzupacken. Ach, jetzt muss ich noch hier die ganzen Folien abmachen, aber da habe ich jetzt erstmal absolut keinen Bock drauf. Ich kann einfach hier vorne, ihr seht das ja auch, diese ganzen Fächer, die sind halt komplett voll mit komischem Krimskrams. Und hier kann ich dann auch noch mal ein bisschen mein ganzes Audio-Equipment, Kamera, Pipapo, alles so ein bisschen, damit es ein bisschen offener ist hier. Also ein bisschen aufgeräumter, nicht offener. Ihr könntet auch alle mal umziehen. Ach, ach Leute, ich muss euch noch was gestehen. Kennt ihr den? Das war der Lego-Unfall. Scheiße, Mann. Der ist mir runtergefallen. Und dann wusste ich nicht mehr, wie ich ihn zusammenbauen soll. Und das ist dabei herausgekommen. Ach, nö. Nun gut, Leute, es war ein ziemlich chaotischer Vlog. Und ich bin, zumindest bin ich nicht gestorben. Das ist schon mal relativ positiv. Und irgendwie haben wir so viele Fragen, haben wir auch nicht beantwortet. Ich mache vielleicht nochmal ein richtiges Frag-Palle-Video. Es war konfus. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Und P-Diesel, du kommst da jetzt auch nochmal hin. In diesem Sinne, habt alle noch einen traumhaften Tag. Lasst einen kleinen Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Ciao, ciao.